irgendwas, was mit der Klasse ein bisschen was zu tun hat. Intelligenz würde ich auf jeden Fall nehmen. Aber immer das Gleiche ist natürlich dann auch irgendwann so, Glück, wir nähern uns, aber Glück bringt dem Charakter halt auch gar nichts. Also gar nichts jetzt auch nicht. Körperresistenz. Geistesresistenz nehmen wir auch nicht. Waffenmeister, warum? Ich habe ihnen nichts getan. Warum? Ich habe ihnen nichts getan. Halber Schaden durch Fernkampfangriffe. Ist mit Fernkampfangriffen auch Zauber gemeint? Wahrscheinlich nicht. War jetzt bisher mit der Beste. Auf alle Resistenzen. Ist kein schlechter, aber. Nehmen wir natürlich nicht. Das war Feuer, ne? Ach ja. Eine Ewigkeit später. Luftresistenz. Dreh durch. Kannst auch irgendwas. Halber Schaden. Och, komm, dann sind wir den, ey. Ist mir so egal. Was war hier drauf? Rüstungsklasse, okay. Ihre Rüstung könnten wir auch versuchen zu verzaubern. Machen wir aber nicht. Weil ich dazu keinen Bock habe. Ehrlich jetzt. Oh, was ist hier noch? Langbogen. Violett, das müsste es. Oder du sein. Rotes Fass, Stärke, yeah. Kriegst du mal ein bisschen Reaktion, kannst du ja auch haben. Weiterhin du grünes Fass. Ruhe, bam. Hätte ich genommen, ne, die Verzauberung. Gerade eben. Du hast jetzt schon keinen Platz mehr. Warum hast du denn jetzt schon kein Platz mehr. Aber gefühlt sind doch immer noch die Dungeons in dem sechsten Teil größer immer gewesen, oder? Also ich war da immer, also echt so ein, zwei, drei Tage so pro Dungeon konnte man da schon einplanen. Mit jeweils einer Spielstunde von 4 Stunden oder so. War man immer schon ganz gut beschäftigt, auf jeden Fall. Oh, hier. Schriftrolle. Nice. Gleich rausziehen, erkennen und merken. Oh, Tag der Götter. Karke Schutz ist als normale Schriftrolle. Kannst du dich nicht beschweren, würde ich sagen. Da haben wir hier alles geplündert, ne? Ja, gibt es jetzt hier nochmal so ein Abteil? Ich hoffe nicht. Jetzt sind wir hier wieder. Okay. Und hier ist halt auch nochmal. Geht's auch wieder runter. Also irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben ja noch was nicht entdeckt. Und ich weiß nicht genau, was uns jetzt noch fehlen sollte. Gucken wir mal ein bisschen näher von hier. Da geht noch ein Weg links. Hier geht noch eine Treppe runter. Aha.
Treppe rauf. Aha, rauf, rauf, rauf. Immer schön die Treppe rauf. Wie kann man jetzt runterkicken? Will ja halt immer noch diesen roten Punkt da wegmachen, ne? Der nervt so. Aber gefühlt ist hier doch jetzt. Oder ist hier jetzt irgendwo ein Geheimgang? Eigentlich müsste ich das erkennen. Ich habe sechsten Sinn ganz hoch. Aber ich würde sagen, hier ist doch nichts, oder? Hier ist halt wirklich nichts. Nee. Da könnten wir nochmal schauen, ob da was Cooles ist. Aha! Und da durchtauchen muss, hätte ich halt jetzt auch einfach nicht mit gerechnet. Scheiße, jetzt ist hier der Eile-Buff ausgelaufen. Scheiße. Machen wir einfach mal. Schwäche weg. Überall, zumindest. Eile-Buff geht halt einfach zu langsam, ne? Also zu schnell weg, eher gesagt. Wie meinte ich das? Und nochmal runterhoppen. Vampir, ein alter Vampir wieder. Und ich meine, ja, der macht den Mana weg, ich hab's gerade gesehen. So ein Arsch. Solch ein Arsch. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hier mal aufmachen. Da dachte ich mir doch, dass hier irgendwo musste hier ein Geheimweg sein. Ja, auch eigentlich irgendwie. Oder wir müssen halt vorher noch einen Schalter hier betätigen. Aber ich finde jetzt auch keinen Schalter, wenn ich ehrlich bin. Hier, von da kommen wir ja. Und hier ist halt auch nichts, ne? Hä? Wie soll man dann jetzt hier schon wieder weiterkommen? Oh. Ja, das Geheimnis mit dem Brunnen hat mir schon gelacht, ne? Hier mal ein Altar vielleicht. Kicken wir doch mal nach. Wir sind jetzt ja in Pit und in dieser Einburg. Wo ist diese Burg? Also den Tempel, ist ja keine Burg. Da kommen wir rein. Und sind dann hier runtergegangen? Zur 7. 7 Tür. Okay. Wollt ihr verarschen? Alter. Ja, bei dem Altar soll das schon sein? Oder muss ich hier noch erst öffnen oder. Ah, guck mal. Da unten, den habe ich gar nicht gesehen.
Können wir eigentlich jetzt auch zurück. Gut, dann sind wir hier fertig. Auf nach Zellist. Die Quest abgeben und dann mal schauen, wie das weitergeht hier. Ne? Scheiße, ich hatte noch den R Feuerring aktiv. Oh nein. Wie lange ist der noch aktiv? Noch eine Stunde. Okay. Jetzt ist er nicht mehr aktiv. Ja, das ist immer ein bisschen blöd. Aber die ganze Stadt jetzt umhauen hatten wir jetzt nicht so Bock zu, wenn ich mal ehrlich bin. So, hier müsste das eigentlich irgendwo. Kannst du mal abhauen? Hier. Verschwinde. Lichtmagiemeister, nein. Was willst du? Nein. Oder war das die Reifeprüfung? Nein, bestimmt nicht. Tempel der Finsternis. Ich wusste, dass ihr es schaffen könnt. Keine Sekunde habe ich an euch gezweifelt. Ihr überreicht ihr die Schlüsselhälfte, sie fügt sie wieder zusammen, indem sie mit einem Finger über die Bruchstellen fährt. Okay, und das soll's jetzt sein? Das ist der Trick? Alles klar. Vorher in Augenwert der Schlüssel wieder eins. So gut wie neu. Endlich, ein Teil des Plans ist gelungen. Eure Hilfe war unermesslich wertvoll. Schon stehen wir in eurer Schuld. Und ich glaube, bevor unsere Pläne wahr werden, werden wir noch tiefer in eurer Schuld stehen. Also vertraut uns bitte noch etwas länger. Die Zukunft, die uns vorschwebt, wird euch überwältigen. Voila. Haben wir schon mal geholfen? Auch fertig. Sir. Keine Ahnung, was für ein Sir. Ecken, Sir. Betrachtet neugierig die Gefäße, als ob er eine Giftschlange hinter Glas beobachten würde. Das sind also die Seelengefäße. Ich hatte etwas anderes, eindrucksvolleres erwartet. Gute Arbeit. Er nimmt die Gefäße an sich. Ich werde sicherstellen, dass sie nie wieder auftauchen. Sehr cool. Damit haben wir ja auch alles fertig. Unsere ehemaligen Gefährten, die bisher Archibalds Berater waren, tragen jeweils einen kleinen Gegenstand eines sogenannten Kontrollwürfel oder Kubus bei sich. Dieses müssen wir unbedingt an uns bringen, wenn wir wieder, wenn unser Ziel erreichen wollen. Auf keinen Fall wird auch nur einer von ihnen seinen Würfel freiwillig abgeben. Also müssen wir auf andere Weise drankommen. Ihr müsst einem von ihnen den Würfel rauben. Wir gehen davon aus, dass es bei Tolberti am einfachsten sein würde. Im Gegensatz zu den anderen verabscheut er Sicherheitsmaßnahmen und hat sich in einem Zimmer in der Grube einquartiert. Ich weiß auch, welches Zimmer das ist. Ihr müsst also noch einmal in die Grube eindringen und ihm den Würfel nehmen. Aber seid vorsichtig. Er ist gut bewaffnet und ein weit stärkerer Gegner, als es den Anschein hat. Kehrt zu mir zurück, wenn ihr den Würfel habt. Der Weg bis zu unserem Ziel ist nicht mehr weit und bald wird alles klarer werden. Wir könnten natürlich auch. Wir haben ja noch ein paar andere Quests. Ah, so viele haben wir auch gar nicht mehr, ne? Wir hätten noch den Tempel. Den könnten wir natürlich jetzt auch noch schnell machen. Den Tempel von Ba. Habe ich tatsächlich auch nicht wenig Lust zu, ne? Hatten wir den eigentlich schon mal angeklickt? Nö. Alles klar. Wollen wir den Tempel von Ba schnell machen? Ich denke schon, ne? Stadtportal nach Forest. Von Forest kann man da immer ganz gut hin. Sollte halt auch eigentlich keine Probleme machen, der Tempel. Sieht zu aus. Oh, wieder gerade so verpasst um eine halbe Stunde, ne?
im sechsten Teil konnte man auch immer Stadtportale an gewissen Punkten setzen, ne? Das war auch nicht immer so verkehrt. Wo könnte hier der Tempel sein? Da hinten vielleicht? Ich gehe mal stark davon aus. Obelisk, Altar. Tempel von Barbar der Sechste. Da ist der, okay. Würde ich mal sagen, fliegen wir da mal hin. Vorbuffen wir uns noch, weil ich glaube, dass da wieder ordentlich welche auf uns warten. Kannst schon mal Wasserwandel anmachen. Aber wie gesagt, wir bräuchten noch mal irgendwas, um ihre Mana wieder gut hochzubekommen, ne? Wasserwandel und Feuerring, so irgendwie gleichzeitig. Sieht doch bestimmt cool aus auf dem Wasser. Von wem werden wir denn jetzt? Oh. Wir haben noch nicht Bewahrung an. Wenn jetzt noch ein Roter kommt, könnte er uns rein theoretisch noch umhauen. Wo kommt denn jetzt so viele? Hey. Oder noch entspannt zu Ende buffen. Kommt noch einer. Fehlen aber auch nicht mehr so viele. Es wird jetzt nur noch Wahrung halt einmal und Schutz gegen Magie. Überall noch Regeneration drauf machen. Und dann sieht das auch schon wieder ganz vernünftig aus, denke ich mal. Den noch einmal und speichern und Abfahrt. Ich hätte auch nochmal Bock, jetzt mich um die hier zu kümmern, ne? Aber nicht jetzt, nicht jetzt, nicht jetzt. Dann müssen wir locker noch irgendwie hin, irgendwann mal. Dann machen wir das ganz entspannt. Eine Axt, die da rumliegt. Oder Spaten. Jetzt müssen wir hier oben rauf, aber wir haben ja auch Fliegen sonst, ne? Das ist der Tempel von Bar. Schön, schön. Sehr schön. Und das müsste doch der Tempel jetzt sein. Der Tempel von Bar konnte uns ja auch in sechsten Teil irgendwie so mega gut healen und richtig günstig oder so, ne? So, was sind hier für Viecher drinne? Gehen wir mal hier runter. Da sind auf jeden Fall ein paar. Die werden schon rot angezeigt. Mal schauen, was das ist. Und ob wir die schon kennen. Hä? Wollen wir mal ganz runterspringen? Nee, ne? Da, so eine Viecher nur. Wenn das jetzt die schwersten sind. Easy. Also wenn das die einzige Sorte bleibt, dann rennen wir hier quasi einfach nur durch. Wie heißen die denn überhaupt? Kleriker von Bar, das werden sie wahrscheinlich sein, ne? Die schwierigsten hier so.
Ich habe gar keinen Bock mehr, den kleinen Kram mitzunehmen. Ich glaube, ich nehme nur noch Gold mit. Wir haben halt auch einfach zu viel Gold. Fässer nehmen wir trotzdem alle mit. Und Schmuckstücke auch, um die schön zu verzaubern. Beziehungsweise, sie können ja auch mal vorgefertigt sein mit einem schönen Zauber. Ich persönlich hätte damit gar kein Problem. Ken brauchen wir halt auch nicht mehr. Ich frage mich, wenn wir später irgendwann antike Waffen finden, die dann erkennen, ob dann auch immer noch kommt, wem soll das denn nützen? Oh, was bist du denn? Arbeiterteufel? Gegen die haben wir noch gar nicht gekämpft bisher. Die halten noch irgendwie ganz gut aus. Also. Im Vergleich zu den anderen, ne? Violettes Fass, Reaktion nimmst du mal. Jetzt kannst du noch mal ein bisschen Reaktion haben. Und du kannst auch mal ein bisschen Stärke haben. Weil sie ist nämlich auch nicht schlecht unterwegs mit ihrem Speer. Na, ist das hier euer Lager oder was? Scheint nicht so wirklich was drin zu sein. Wie lange ist Eile noch? Eile noch 2 Stunden. Müssen wir auch bald mal wieder nachsetzen. Waren wir hier schon? Ich habe mich auch gleich schon wieder verlaufen. Gleich ist es wieder soweit. Sind wir hier doch einmal im Kreis, ne? Alles leere Fässer, okay. Dann gehen wir hier hoch mal und dann da runter. Und rechts und links. Und da sehe ich schon wieder relativ viel Loot auf der Karte. Und Spinnen? Haben wir überhaupt schon einmal gegen Spinnen gekämpft? Ich könnte mich jetzt gerade nicht dran erinnern. Weißt du, was wir da mal reinsetzen? Wenn er dann wieder drankommt. Hier, so ein schöner Feuerball. Gut, der hat uns auch getroffen. Und cool. Wir gehen voll auf Nahkampf jetzt. Babam. Nice. Oh, was ist da drinne? Ey. Machen stabilen Eindruck. Da machen wir mal einen schönen Hechtsturm ran. Kommt unsere Klerikerin auch mal wieder dran? Ja. Jetzt nehme ich ihn hier rein und dann gehen wir hier auf Nahkampf. Die halten denn doch ganz schön viel aus. Gruppenbuff nochmal reinmachen. Ey, das Ding ist, wenn wir jetzt geteiltes Leid machen, ich will es gleich mal ausprobieren, dann müssen die doch komplett voll sein. Und der trotzdem nichts verloren haben. Komm, wir machen das jetzt einmal. Nicht genügend Zauberpunkte. Die wurden uns schon wieder weggenommen. Von den Viechern.
Ein Zauberpunkt jetzt, ne? Also, die sind mir zu nervig dafür, dass wir die gleich alle machen wollen. Bist du gleich mal weg? Scheiße. Jetzt müssen wir hier erstmal raus. Wir müssen kurz mal ein Nickerchen halten, oder? Ah. Ach, wir müssen da unten locker gar nicht hin. Locker nicht. Könnt ihr mal aus euren Scheißzellen rauskommen? Ja, nice. Und der sollte doch jetzt auch schnell fallen, ja. Ist die Zelle auch leer und jetzt müssen wir nur noch gegen den einen roten hier, oder was? Und jetzt, guck mal, Skelett 45. Gut, Heal Over nur Damage Over, nämlich mit 59. Ist das auch? Ist das halt fast genauso gut wie Skelett? Manchmal macht Skelett doch mal einen 96er rein, ne? Das Schild auch immer gleich dargestellt wird, ne? Also, grafisch meine ich jetzt. Was auf dem Boden liegt. Denkt man manchmal, oh nee, wieder so ein ekliges, dummes Schild und dann ist es manchmal vielleicht doch gar nicht so schlecht. So, jetzt müssen wir hier mal wieder raus. Und irgendwie war das nicht so ganz erfolgreich da unten. Könnten natürlich jetzt hier nochmal runter. Oder ist das der gleiche Strang? Ja, das ist das gleiche Gebiet. Wo wir da hinkommen, das ist dann alles nicht ganz so wild. Wir könnten jetzt eine Runde schlafen gehen draußen. Das machen wir auch. Um unsere Mana mal wieder zu holen. Müssen wir natürlich alle Bast wieder reinmachen, ist ja ganz klar. Stunde der Macht müssen wir trotzdem noch reinmachen, ne? Die Stunde der Macht. Warum blinkst du denn so eklig? Lockmacher hat mir aufgetragen, diese Chronik von Schloss Harmondy und seinen Bewohnern zu erstellen, um bei den kommenden Generationen die großen Ereignisse nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Ich hoffe, ich werde mich dieser Aufgabe zuwürdig erweisen. Das hat man doch schon mal durchgelesen, ne? Was bisher geschah. Jetzt da nochmal durchlesen. Man eigentlich noch mal machen, ist auch nicht so viel, ne? Aber nicht jetzt. Jetzt noch überall Regeneration rauf. 11 Stunden mittlerweile hält. Pro Fähigkeitspunkt, ne? Müsste das auch jetzt hochgehen. Eile aber immer noch nur 6 Stunden sind, ne? Weiß nicht, ob ich das gleich mal ändern will, dass ich da ein bisschen mehr noch in Licht gehe. Sind jetzt bei 11 bei Lichtmagie. So, was ist hier unten? Es ist ein Aufzug, okay. Aber das soll mich doch runter, bring mich hoch. Ich fand auch die Dungeons in. Lol, ich darf hier nicht raus.
Warum darf man hier nicht raus? Ah. Scheiße. Na gut, er bringt uns direkt wieder hoch. War das jetzt nur ein Einmal-Bug? Und wir würden jetzt rauskommen? Nee. Okay, schade. Dann machen wir das anders. Dann springen wir jetzt gleich da in den. Hier nehme ich rein. Upp. Gucken, wo wir hier rauskommen. Oh, da ist ein roter. Der kann uns wieder die Mana wegnehmen. Wenn es der überhaupt ist. Könnt ihr den bitte schnell umhauen? Oh, guck mal, deine Mana wurde nämlich jetzt schon weggenommen. Können wir auch auf Nahkampf gehen, ey. Wenn das auch auf Distanz geht. Und einmal Kraftheilung. Komm, haut den Roten jetzt mal um. Der Rote ist echt nicht ganz so ohne. Ja, das war die Mana. Haben wir sie schon mal auf Nahkampf dran. Mehr als wild draufhalten können wir jetzt eh nicht. Aber Skelett hauen sie, denke ich mal, nicht um. Der hat jetzt 150 Schaden bekommen. Ja, schade, das war's dann wieder mit der Mana. Anscheinend machen wir das die Runde hier ohne Mana. Könnten jetzt hier schlafen, machen das aber nicht. Kann das sein, dass wir den Tempel vielleicht jetzt schon fertig haben? Weil hier ist der Fahrstuhl. Wir gucken uns wieder die Karte an. Tempel von Ba. Das haben wir hier alles. Warte mal. Neun Fässer. Acht Brief von. Haben wir das jetzt schon alles? Haben wir den Brief denn schon überhaupt gefunden? Wir waren hier oben. Waren wir überall? Ne, hier müssen wir noch mehr. Da müssen wir noch was. Ja. Da, das haben wir noch nicht. Okay, dann hier wieder hoch. Kurz mal einen Speicher reinsetzen. Da müssen wir hier trotzdem runter. Wie lange hält noch die Eile? Eile noch 4 Stunden, alles gut. Oh, wir müssen auf die andere Seite. Müssen wir hier längs? Aber hier soll auch irgendwo ein Brief sein. Ich habe jetzt nicht mitbekommen, dass wir einen Brief bekommen haben. Nee. Nee. Da. Nee. Weil da in der Mitte soll. Ach ne, der kommt noch. Hier, dann müssen wir nicht.
Guck mal, das haben wir noch gar nicht entdeckt. Boah. Schnell mal ein Triple hingelegt. Da war bestimmt der Brief gerade. Ah, scheiße. Das war falsch, aber egal. So, wer den Brief bekommen? Meine Diener, ich habe schlechte Neuigkeiten. Anscheinend ist unser Plan in Enros aufgeflogen und unsere Intrige gegen Caedryn hier in Eratia ist auch fehlgeschlagen. Ich erwarte keinen Erfolg bei euren Versuchen, neue Anhänger zu erlangen. Also ist mein Rat an euch, euch so gut wie möglich zu verkriechen. Ich glaube, dass wir unsere Verluste ausgleichen und zur richtigen Zeit zurückschlagen können. Lasst euch bis dahin aber besser nicht blicken. So, und hier unten soll der Hohenpriester sein. Zumindest sind hier nicht diese roten Teufel da wieder. Die waren echt ein bisschen stark. Hohenpriester von Bar. Den hätten sie noch mal ein bisschen andersfarbig machen können, meiner Meinung nach. Und den machen wir auch auf Nahkampf weg. Relativ fix sogar. Gar nichts. Auch nichts. Nur Schuhe. Hier mal reinschauen. Stahlaxt. Glück kannst du immer gebrauchen. Bam, bam, bam. Weil du brauchst an sich. Nö, brauchst du den gar nicht so wirklich. Geistesresistenz, dann kannst du da nämlich ein bisschen Glück mit haben. Und dann haben wir jetzt auch den fertig hier, ne? Zauberpunkte. Ah, dann scheißen wir auf die 3 und dafür hat er mehr Schutz. Ist doch gut. Jetzt müssen wir zum Mönch. Das war doch die Mönch-Quest. Meine ich zumindestens. Hier können wir auch gleich Rüstung verkaufen. Mal wieder geschlossen. Können wir auch mal hier was verkaufen, ne? Ah, muss auch jetzt alles erkannt werden erstmal. Das kann rüber, das kann rüber, das kann rüber. Ja, wir können uns hier nochmal eine Verzauberung versuchen. Der kann weg, der kann weg. Das waren unsere letzten Versuche. Den müssen wir auf jeden Fall behalten. Ah, schade. Kriegen wir aber noch Platz, oder? Das da hinlegen. Und den da oben. Kriegst du den noch wieder rein, da noch, ja. Was wolltest du haben? Waffen? Bam, bam, bam. Auch alles wieder weg. Dann hier Stiefel. Auch beides weg. Was ist hier?
Auch nichts Tolles. Fiole, Brief von Dings. Alles weg. Oma, könnten wir noch mal versuchen? Schlaf ist immun gegen Krankheit, Irrsinn, Lähmung, Gift, Schlaf und Versteinerung. Intelligenz minus 20, Charisma minus 20. Weg damit. Obwohl, dich wäre das gar nicht so ganz schlecht, ne? Und dir kann jetzt nichts mehr passieren. Er ist immun gegen alles. Ja, so kleinere Sachen kriegst du doch trotzdem noch rein, oder? Okay, mehr nicht. Da, die kannst du noch haben. Muss der Rest jetzt hier wieder verkauft werden? Da, da, das, 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 das. Da haben wir auch gleich schon unsere 600 Gold voll. Sehr nett. Ja, das haben wir alles. Das haben wir eigentlich nur noch hier noch ein bisschen was. Weiß nicht, ob er das schon alles erkannt hat, irgendwann mal. Nee, dann muss das noch alles zu unserem Magier. Kurz erkennen. Und dann kann das auch zu unserer Klerikerin zum Verkaufen. Und hier die restlichen Waffen verkaufen. Und drüben müsste doch noch ein, ja, Mischladen sein, der den Rest nimmt. Das aber alles nicht. Och lol, muss ich ja doch noch raus. No way. Ist ja nicht was Neues passiert? Nö. Du kannst dich nochmal hier in Verzauberung versuchen. Gegenstand beschädigt, ey. Scheiße. Monsterkunde? Ich hab nicht mal einen, der Monsterkunde hat. Zauberpunkte, sehr nett, sehr nett, sehr nett. Bam, bam. Und noch eine schöne Verzauberung. Plus 10 auf alle. Resistenzen? Nee. Obwohl, ich glaube, du hast noch gar keine Halskette, oder? Doch. Dann lassen wir das. Kaufen wir draußen den Rest. Oder dann gehen wir gleich die Mönch-Quest ab. Ja, die Mönch-Quest abgeben. Ah, fliegen kannst du jetzt bestimmt nicht. Dafür bist du geschwächt und hast keine Mana. Schön mieten, Zimmer mieten erstmal. Fliegen aktivieren können wir jetzt machen. Und ab dafür. Dann müsstest du doch jetzt zufrieden sein. Gute Arbeit. Der Orden von Basol Eratias laden nicht mehr länger Beflecken. Und nun erlaubt mir alle Initiierten unter euch zu meistern und alle ungläubigen Initiierten zu nicht erleuchteten Meistern zu ernennen. Vergesst nicht, dass dies nur ein Schritt auf eurem Weg zur wahren Erleuchtung sein kann. Eure Reise endet erst mit eurem Tod, also verschließt niemals euren Geist. Alles klar. Fliegen nicht an. Nein, nein, das brauchen wir nicht an. Wir müssen jetzt wieder zurück